Wir sind in der 7. Klasse und beschäftigen uns heute mit Energieformen und deren Umwandlung. Wir haben eben gerade uns unterhalten, und zwar mechanische Energie gibt es. Es gibt noch andere Energieformen, aber wir fangen erstmal damit an und die berechnet man ganz einfach mit W ist F mal S. Dabei kann man sich W leicht merken wie Work, F wie Force, aber S wie Strecke. Geht besser zu merken. Da habe ich jetzt keinen anderen Begriff dafür. Wenn ich diese Arbeit aufgewendet habe, indem ich zum Beispiel einen Gegenstand von hier nach da hochgehoben habe, also eine gewisse Strecke nach oben, in diesem Fall könnte ich sagen, das wäre eine Höhe. Ich kann auch sagen, das ist eine Strecke. Höhe oder Strecke ist jetzt egal. Dann musste ich dafür eine gewisse Kraft aufwenden. Also ich brauchte eine gewisse Kraft, um diesen Gegenstand hier, lass es vielleicht ein Gewicht sein, hochzuheben. Schön ist, wenn er jetzt da oben ist, dieser Gegenstand, also etwas höher, dann kann er wieder runterfallen, wenn man das möchte. Das heißt, an dieser Stelle, er hat die Potenz dazu, also sagt man, das ist potenzielle Energie. Denn ich könnte dieses Ding zum Beispiel, lass es ein Gewicht sein, runterfallen lassen. Und wenn ich hier unten einen Nagel habe, dann würde dieses Gewicht den Nagel höchstwahrscheinlich mit ganz schöner Wucht ins Holz treiben. Wenn das so wäre. Das heißt also, ich kann selbst mit einem herunterfallenden Gegenstand in diesem Fall was Schönes anfangen. So, bis dahin. Das müssen wir jetzt erstmal durchdiskutieren. Potenzielle Energie, nochmal. Der Gegenstand hat die Potenz, die Möglichkeit dazu, irgendwie seine Energie in eine andere umzuwandeln. Das heißt, wenn er sich dann hier bewegt, dann sagt man, das ist abgeleitet von Kino, von den bewegten Bildern, kinetische Energie. Kinetische ist also die Bewegungsenergie. Ich schreibe mal Bewegung dahinter, abgekürzt. So, jetzt diskutieren wir das mal durch. Gut, also mit unserer mechanischen Energie sind wir so weit gekommen. Ich habe folgendes Beispiel genommen. Ich habe gesagt, ich nehme mal ein Klassenbuch, das lege ich auf den Tisch. Und bezogen auf den Tisch hat das Klassenbuch hier bezogen auf den Tisch in diesem Moment keine potenzielle Energie. Sobald ich es hier hochhebe, und zwar hebe ich es in die Höhe, hat es mehr potenzielle Energie. Hebe ich es noch höher, hat es noch mehr potenzielle Energie. Woher weiß ich, dass das so ist? Ganz einfach. Wenn es von hier runterfällt, ist es nicht so schnell, als wenn es von hier runterfällt. Warum? Weil in diesem Fall eine größere Höhe der Erdbeschleunigung gestattet, das Klassenbuch schneller zu werden. Woran merkt man das aber sogar, dass es schneller geworden ist? Ich sage gerne, je höher, desto klatsch. Das klatscht lauter. Wenn ich es von hier aus fallen lasse, klatscht es nicht so laut, als wenn ich es von größerer Höhe fallen lasse. Das heißt, hier muss die kinetische Energie größer sein. Die muss einfach größer sein als hier. Und jetzt haben wir uns über verschiedene Varianten der Energieumwandlung unterhalten. Ich wandle lediglich die potenzielle, die es hier hat, durch Arbeit, Anheben, Hubarbeit, in kinetische Energie um. Machen wir bis dahin nochmal Pause. Gut, fassen wir mal zusammen. Und zwar die Begriffe. Man schreibt W wie Work und K-I-N. Ich sage es mal ganz bewusst so langsam. W-Kin, sagt man kurz dazu, ist die kinetische Energie bzw. kinetische Arbeit. Kinetische Arbeit bzw. Energie. Früher hat man nicht unterschieden, heute sagt man auch E-Kin dazu. Das ist die Energie, die ein Gegenstand hat. In diesem Fall würde ich dann die Energie lieber hier hinschreiben. Aber beides ist letztens genauso zu berechnen. Kinetische Energie. Beide werden berechnet. W ist gleich 1/2 M mal V Quadrat. Das müsst ihr im Moment noch nicht wissen, bloß erstmal, damit man sieht. Das ist kinetische Energie bzw. kinetische Arbeit. Jetzt kommen wir zur potenziellen Energie.
Da schreibt man POT als Index daran. Oder E-Put. Eigentlich ist es Quatsch zu sagen, potenzielle Arbeit, denn da bewegt man ja nichts mehr. Ich nehme es der Vollständigkeit trotzdem, also potenziell, das steht weiter oben, steht der Begriff nochmal. In diesem Fall wäre es Arbeit, wobei das ist eigentlich Quatsch, ne? Potenzielle Arbeit kann man nicht leisten, denn da bewegt sich nichts mehr. Aber potenzielle Energie kann ein Gegenstand haben. Und die rechnet man ganz einfach. W, ich könnte auch E sagen, ich könnte auch so schreiben, aber das ist jetzt mathematisch Blödsinn, also ich schreibe es trotzdem. W ist dein M mal G mal H. G ist die Erdbeschleunigung, das wissen wir, und F ist M mal A. Könnt ihr euch erinnern? F ist M mal A oder M mal G, in diesem Fall Erdbeschleunigung. Also könnte ich ersatzweise hierzu auch sagen, wenn ich das hier austausche, das hier gegen F tausche, könnte ich auch sagen, W ist F mal H. In diesem Fall H wie Höhe. Vorhin hatte ich gesagt F mal S. Jetzt sage ich F mal H. Aber wenn ich die Höhe als Strecke betrachte, ist es auch nicht weiter schlimm. Also M mal G mal H bzw. M mal G ersetzen durch F. Dann ist es die Kraft, die nötig ist, um einen Gegenstand, in diesem Fall zu bewegen, eine bestimmte Strecke. Und in diesem Fall ist es eine bestimmte Höhe. Wenn ihr das Wort Hubarbeit hört, H-U-B, dann ist das nichts weiter als, ich habe etwas gehoben. Also von heben kommt das. Das ist ganz genauso M mal G mal H. Das ist dasselbe. Das muss man nicht extra nochmal aufschreiben, aber bloß mal, Hubarbeit ist das auch, wird genauso berechnet. Heben, man hebt etwas höher. Ich habe das jetzt nochmal grün unterlegt. Letztendlich geht es um die beiden grün unterlegten Formeln. Kinetisch und hier in diesem Fall potenziell. Energie, Arbeit ist von der Berechnung her dasselbe. So, wir lassen das jetzt mit der mechanischen Arbeit und Energie jetzt einstweilen sein, und ich mache hier einen Verweis, wie immer, da kann man dann draufklicken, wenn's, was das Video angeht, und wir machen dann weiter mit anderen Energieformen, die wir ineinander umwandeln.